Hallo, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wieder in die Bewegung kommen, nach einer langen Auszeit, nach einer Krankheit, in einer Genesungsphase oder auch einfach am Arbeitsplatz sich ein bisschen mobilisieren. Wunderbar, bleib dran, wir fangen direkt an. Knie und die Fersen schön übereinander ausgerichtet, Füße stehen auf, hüftweit auseinander die Beine, hinten etwas Raum, wir sitzen im vorderen Bereich auf einem Stuhl oder Hocker, lassen die Schultern gelöst an den Seiten hängen. Und bewegen uns jetzt schon mal mit dem Kopf ganz sanft von der einen zur anderen Seite und halten schön die Blickhöhe. Und denken uns immer, der Kopf steigt auf, der ist positioniert mitten über den Schultern und die Schultern über dem Becken. Wir sind ganz aufrecht, sind im Bauchnabel nach innen oben dabei. Atmen ganz, ganz entspannt ein und aus. Aber ganz konzentriert den Kopf aufsteigen lassen, die Schultern locker lassen und nur ganz vorsichtig hier den Kopf nach rechts und links bewegen. Und er hat in der Mitte angekommen, mal ein Ohr und dann das andere nacheinander hoch zur Decke ziehen. Gar nicht viel. Schultern ganz locker lassen. Jetzt wird der Hals zur Seite gebeugt. In der Mitte angekommen, die Arme mal ausschütteln. Wir gehen jetzt in die ganze Wirbelsäule, in die Bewegung, indem wir uns mal strecken. Tief einatmen, den Brustkorb mit öffnen, das Kinn leicht nach oben schieben und nach vorne fallen. Ausatmen und uns wieder strecken. Brustkorb öffnen. Schultern locker fallen lassen, nach außen und beugen. Und noch zweimal. Und noch einmal. Wieder hochgerollt, aufrecht in der Position, jetzt wieder ganz normal ein- und ausatmen. Die Arme mal gelöst, rechts und links. Hin und her schwingen und jetzt beginnen wir immer mehr uns hier mitzudrehen, den Schultergürtel über unserem Becken und wir drehen hier die Brustwirbelsäule. Den Kopf können wir mitnehmen und den lassen wir jetzt aber mal stehen, geradeaus und bewegen nur die Schultern. Noch 4, 3, 2, 1 und schön ausschütteln. Halten wir mal die Arme leicht gebeugt zur Seite. Oberarme fließen nach unten aus unseren Schultern, weil wir wollen erstmal nicht höher gehen. Versuch mal, die Schulterblätter beide hinten auch an den Rippen zu orten und ein bisschen schön an die Rippen zu schmiegen. Und beginne, die Arme mal zu schließen und zu öffnen. Schultern locker lassen hier oben. Wir bewegen möglichst nur die Oberarme. Und mobilisieren aber so auch die Schulterblätter hinten schon ein bisschen am Rücken. Ganz wichtig, mobile Schulterblätter. Und jetzt drehen wir mal den einen Arm einwärts und wieder auswärts. Einwärts und wieder auswärts. Einwärts und auswärts. Und versuche immer jetzt das Schulterblatt hier wieder an den Rumpf zu schmiegen. Halte den Oberarmkopf in der Schulterfange. Weil ganz oft passiert nämlich, dass wir die Schulter einfach mitbewegen mit dem Arm, obwohl das gar nicht nötig ist. Ganz wichtig ist, dass der Oberarm auch mobil ist, ohne dass die Schulter sich mitbewegt. So, die Arme jetzt wieder ausschütteln. Jetzt geht es an die Schultern, weit nach vorne, weit nach oben, nach rück und lösen. Kreisen lassen. Noch zweimal. Halte dein Kinn zum Brustbein ausgerichtet. Bauchnabel ziehst du an die Wirbelsäule. Ganz entspannt atmen. Arme wieder ausschütteln. Jetzt fällt die eine Schulter, Unterarm zieht hoch. Die andere Schulter, Unterarm zieht hoch. Nicht die Schulter mitnehmen, die bleibt unten. Wie gesagt, schön den Oberarm in der Schulterpfanne halten
Und nicht rausreißen und die Schulter mit anheben. Noch vier. Noch drei. Brustbein wächst. Zwei. Und noch immer. Wunderbar. Die Arme mal nach rück fließen lassen. Streck dich, dehne deine Brustmuskulatur, Bauch rein. Brustbein hoch, Kinn zum Brustbein. Und hier den Schulterheber, der wird hierbei schön lang. Und gelöst darfst du dein Brustbein hochziehen. Mal zur Seite beugen. No, nicht kippen. Halte dein Becken mittig. Nach rück zur anderen Seite. Und nach vorne in die Beuge fallen. Kopf und Schultern hängen locker und rotieren hier mit. Das Becken ruht. Und noch eine Runde. Und dann auch andersherum. Schön hier öffnen. Und ruhig noch einmal. In der Mitte angekommen. Steigt das Brustbein wieder auf, Bauchnabel ran. Jetzt nur mal das Becken auf dem Hocker nach rechts und links vertiefen. Dann geht die andere Seite automatisch hoch. Jetzt mobilisieren wir den unteren Rumpf mehr und lassen das Becken jetzt kreisen. Und versuchen, den Schultergürtel hier, den ganzen Rumpf oben nicht mitzunehmen. Der bleibt und nur mal da unten, das ganz isoliert hier kreisen zu lassen. Und andersrum auch. Komm in unsere Mitte an, öffne mal die Beine, so ein bisschen haben wir mehr Halt. Und jetzt geht's nämlich. Das Becken bleibt und wir kreisen jetzt den Schultergürtel schön intensiv nochmal weit ausholen über unserem Becken. Und dreimal andersrum. Kommen gleich wieder jetzt in der Mitte wieder an. Öffnen unsere Arme, ziehen uns mal lang. Schultern bleiben gelöst. Einatmen, Arme leicht nach hinten ziehen und den Brustkorb wieder weiten. Und ausatmen, nach vorne holen. Aber die Schultern nicht. Einatmen, öffnen und ausatmen. Schultern fallen weg vom Ohr. Und noch einmal. Und hier mal halten. Jetzt drehen wir uns und das Becken bleibt von der einen Seite weit zur anderen Seite und erreichen hier schon unsere Schrägen, die diese Bewegung ermöglichen, mittrainiert werden. Und noch einmal. In der Mitte ankommen, Schultern fallen, Arme anwinkeln und weit ausstrecken. Anwinkeln, Kopf steigt auf und Bauch bleibt flach. Noch zweimal und noch einmal. Und ausschütteln. Das eine Bein, der Fuß geht hoch, mal ausstrecken, ganz doll im Knie und zurückholen. Das andere Bein. Ganz durchstrecken mal das Knie, das freut sich. Und zurückholen. Und noch einmal im Wechsel. Und das andere Bein. Und dann die Fersen versetzt mal hochnehmen. Und jetzt ganz schnell. Und stehen. Wunderbar, Füße wieder hüftweit, alles in die Ausgangsposition zurück. War's das für heute? Mach es ruhig öfters, es mobilisiert, du streckst dich, du beginnst zu fühlen.
die Unterschiede von Kopf, Schultern, Becken und die Verbindung, die Wirbelsäule dazwischen, die Arme, wie sie funktionieren in den Schultern und wie wir uns funktionell bewegen können und uns so langsam wieder aufbauen können, um mehr Lebensqualität zu erreichen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Mach's gut und bleib in Bewegung. Danke!